Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Folge und vermutlich auch der letzten Let's Play Alien Nation. Wir stürmen jetzt das Mutterschiff. Schreiben Sie Geschichte als erster Mensch an Bord des Mutterschiffes. Mit dem Ashland-Portal unter unserer Kontrolle haben wir jetzt für kurze Zeit die Möglichkeit, das Mutterschiff anzugreifen. Nach der Analyse der Daten aus dem Kampfschiff, ein bisschen falsch geschrieben, hat die UNX herausgefunden, dass wenn die Führung der Xenos vernichtet ist, die Computer des Schiffes die Mission als gefährdet ansehen und den Selbstzerstörungsmechanismus aktivieren. Das ist unsere Chance, den Krieg heute zu gewinnen, Captain. Yay, der ist AFK. Nee, doch nicht. Okay. Du bist der Held. Du darfst mit mir hier die Mission beenden. Wir zwei. Du und ich. Nur du und ich. Wir sind die Ewigkeit. Nur du und ich. Wir sind die Ewigkeit. Bam, bam. Bam, 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 bam. Bro, wo bist du? So, ein Viertel der Xenos haben wir schon erledigt hier. Bam, bam, bam! Yay, noch ein dritter. Nur ihr und ich, bis in die Ewigkeit. Oh, aber ich habe zwei fette Tanks vor mir, das finde ich gut. Mit Magi. Ich liebe diese Schusswaffe. Hey, so episch. Hey. Was zur Hölle? Ich glaube, da sterbe ich, wenn ich da reingehe. Nein. Blöd. Wie kommen wir hier jetzt weiter? Irgendwo scheint hier was zu fehlen.
Vielleicht müssen wir auch erst 100% alle Dinge hier vernichten, wenn wir irgendwo was übersehen. Was war das? Mann. So, jetzt haben wir alle ausgeschalten. Ja, jetzt kommen wir weiter. Auf den Host warten. Ja, toll. Sind wir nur noch zu zweit irgendwie? Sind ja noch abgehauen. Scheinbar. Wow. Fuck. Ashland portal in our hands, we have a short window of opportunity to strike at the mothership. After analyzing the data retrieved from the battleship, UNX has learned that if the Xenos leadership is killed, their ship's computers will consider the mission compromised and activate a self-destruct mechanism. We may never have a chance like this again. Was war denn das jetzt? Das Ding war, boah, ultra stark. Krass. Oh ne, das Ganze nochmal. Warte mal, ich guck mal was. Ja. Zack. Na, das sind halt schon zu viele. Ja. Nächstes Mal, wenn wir mit einem mehr gucken, wie weit die sind. Na, Ladezeiten aus der Hölle. Hölle. Das ist Wahnsinn. Bitte. Geht es ein bisschen weiter? Was zur Hölle? Jetzt sind wir jetzt aber ein bisschen zu weit irgendwie.
Ganz verkacken, so weit will ich jetzt ja das jetzt auch nicht machen. Mal gucken, wie weit der alleine jetzt ist. Also im Grunde sind sie gar nicht so weit, die anderen gewesen. Es waren ja nur den einen Riesen, wo wir jetzt gestorben sind, den haben sie wahrscheinlich vernichtet. Es war einer von den ersten Führern. Mal gucken, wo der ist. Ja, ich glaube, da bleiben wir mal. Der hat schon... Ach nee, der hat ja auch schon einen von Dings vernichtet. Da waren die anderen sogar echt noch weniger weit. Naja gut, dann ist es halt so, haben wir halt den ersten Führer verpasst. Kommen wir nicht zum zweiten und zum dritten vielleicht. So, die haben da wenigstens... Ach, die haben schon den zweiten Führer erledigt. Ach Mann, dann geh halt doch wieder zu dem. Sonst habe ich alle Führer verpasst. Ist ja auch kacke. Aber ich habe echt keine Lust mehr, das nochmal von neu anzufangen. Mit dem Ashland-Portal in unseren Händen, haben wir ein kurzes Window of Opportunity, um auf das Mutterschiff zu schlagen. Nach analysieren der Daten, die aus dem Battleship wurden, UNX hat gelernt, dass, wenn das Xenos-Leadership getötet wird, ihre Schiffscomputer die Mission kompromittiert und einen Selbstdestruktmechanismus aktivieren. Wir werden nie eine Chance wie diese haben. Du kannst diese Krieg heute gewinnen. Lalalalalalalala. Kam schon, bevor er jetzt den zweiten Führer auch noch erledigt. Ich will ihn wenigstens gesehen haben. Ja, was sind denn das für Ladezeiten? Guck mal, wie weit der ist. Das ist ja eine spannende Folge von der letzten Mission. Yay, das ist Wahnsinn. In der Zeit, wo ich jetzt Mission gesucht habe, hätte ich auch einfach von neu anfangen können. Ja, also der hat's doch gleich hier. Kein Beweg, da. Wo ist denn der? Ein Heiler.
Hey, ich hab gedacht, wir haben schon 100% davon ausgeschalten und jetzt kommt auf einmal noch mehr. Meine Fresse. Leben. So, können wir jetzt Mission beenden hier? Dim. Ups. So. Yes, wir haben ihn besiegt. Yay, hier kommt noch einer. Uhu. Mann. Ja, Mann, danke schön. Zack. Nium. Nium.
Sind jetzt vier. Boah, wir sind jetzt vier. Hier geht's rund. Ja, Mann, Leben, heile! Gefällt mir doch. Das gefällt mir doch. So ist es schön. In der letzten Mission nochmal schönes Vierer-Match mit echt geilen Typen hier, die echt was drauf haben, heilen und sowas. Geil. So gefällt's mir. Danke, wie auch immer. Wie auch immer, ich habe gedacht, wir sind alle tot. What the fuck? Was für ein Mega-Team, ey. Was für ein Mega-Team. Leute, ich liebe euch. Halt euch den Rücken frei. Lasst ihn in Ruhe. Ausgewichen. Bam. In your face. Oh shit. Was ist so ein großer wieder dabei? Ooh.
So. Irgendwo sind noch welche übrig. Die Frage ist nur, wo. Boah, okay. Ja. Jede Seite überall ratatatatata. Hä? War das irgendwie fail? Irgendwie haben wir einen dieser Kommandanten nicht besiegt. Ah, da ist er ja. Shit. Geil. History today, Captain. A century of skirmishes, decades of all-out war. Dringliche UNXHQ-Betragung betreff Alien-Mutterschiff zerstört von Major Zandra Evans. Bahnbrechender Erfolg. Geschafft, Captain. Das Xenos-Mutterschiff ist jetzt ein wunderschönes Ringsystem der Erde. Die Menschheit hat es geschafft, sich zu erholen und zurückzuschlagen. Dieser Krieg ist noch lange nicht vorbei, doch heute ist die UNX siegreich. Wirkung. Weltstufe erhöht. UNX-Aufträge freigeschaltet. Die Beutestufe wird erhöht und die Qualität verbessert. Gegner sind schwieriger und bringen mehr XP ein. What? What? Okay, jetzt gucken wir erstmal, was wir so an Ausrüstung so haben.
Hui. Ausrüsten. Verbessern. Na. Tap. Tap. Zack. Aha, was ist denn das da jetzt? Desto tiefer fallen sie. Tunguska, Roswell und jetzt. Aha. Hä? Oh. Okay. Aha, das sind solche Bonusaufträge. Ja, gut. Achso, wöchentliche Mission. Ah, okay. Das heißt, es sind. Ah, okay. Damit man es halt weiterspielen kann, gibt es halt immer wieder neue wöchentliche Missionen etc. Gehören aber an sich nicht mehr so wirklich zur Story mit dazu. Das heißt, ich werde jetzt nicht irgendwie jede Woche eine Folge irgendwie aufnehmen oder sowas. Deswegen würde ich sagen, ist dieses Let's Play mit dem Story-Modus hier mit. Was ist denn das? Warte, halt mal, da ist ja noch mehr. Ach, halt, das war das Tutorial. Verdammt. Halt, raus. Raus. So, was? Ich glaube, das sind wieder die ganz normalen Missionen, nur halt eben in schwerer. Ja gut, und deshalb einfach nur eine wöchentliche Mission. Ja gut, also dieses Let's Play ist dann hiermit, würde ich sagen, beendet. Ich muss sagen, das Spiel macht echt Spaß. Werde jetzt nur nicht irgendwie weiterspielen, diese wöchentlichen Missionen etc. pp., weil weiß nicht, ob noch mehr Durchgänge alleine so viel Spaß machen. Habe jetzt meine Jungs nicht gefragt, ob die das Game auch interessieren würde. Mit denen jetzt aber nochmal alles von Anfang an durchzulaufen, weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Aber auf jeden Fall, das Spiel ist wirklich super. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es, wenn man wirklich so als Viererteam mit seinen Jungs in TS und so das Spiel spielt, dass es dann nochmal mehr Spaß macht und man dann auch deutlich länger zockt, um noch mehr Stufen zu erreichen, einen besseren Loot zu farmen, etc. Auf jeden Fall ein Spiel, das sich lohnt zu holen, vor allem wenn man es dann eben als Team spielt. Ist schon mal eine nette Abwechslung zum ganzen League of Legends, etc. So alleine als Solo-Game ist es mal interessant, so die Story, den Story-Modus ein bisschen durchzuspielen. Ich meine, eine richtige Story hat es ja jetzt nicht wirklich, bis auf dieses bisschen Text da, bla bla. Aber ist so ganz lustig. Man freut sich halt doch, wenn man irgendwie eine geile Waffe gefunden hat und sie auflevelt. Es fehlt zwar irgendwie noch so dieses Quäntchen, was mich wirklich bei der Stange halten sollte, außer den Loot und halt noch mehr XP und immer die gleichen Level mit noch schwereren Monstern. Ja. Also irgendwie fehlte noch was, ein bisschen so Kompetitives auch und aber ansonsten ist es wirklich ein sehr, sehr gutes Game. Wenn man sich jetzt ein PS Plus Abo geholt hat, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ansonsten, ich muss jetzt mal kurz nachgucken, was kostet denn das Spiel? Alien Nation. Hier haben wir es doch. Ja, mein Geburtsdatum auswählen beim PSN Network. Zack. Zack. Na. Mann, bin ich alt. Leckt mich am Arsch. Zack. Alien Nation kostet auf der PlayStation. Also im PSN Store. Verdammt.
Dauert noch einen kurzen Moment. 19,99 €. Ganz ehrlich, als Solospieler für den Preis ist es okay. Wenn ihr mal wirklich ein Spiel sucht, das ihr mit euren Freunden zusammen zocken könnt, dann sind diese 19,99 € wirklich geschenkt. Das macht echt Laune. Hat einen kleinen gewissen Suchtfaktor mit drin, der aber nicht an die Großkonkurrenz gerade hier irgendwelche Call of Duty, Battlefield, Multiplayer Mods oder League of Legends und sowas, so bekannte Spiele kommt. Aber nicht schlecht. Also es ist kein Hyper-Game, aber es ist halt auch kein Kack-Game. Deswegen ist es so ein Mittendrin-Ding. So Malcolm mittendrin mäßig. Ja, mir hat das Let's Play Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Let's Play wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.